So, moin, liebe Urbami, und herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog. Ich hoffe, dass die 8 Minuten, das wird nur was reichen. Mit dabei ist MC dieses Mal. Servus. Und ja, wir sind jetzt hier in der Huma, beziehungsweise mittlerweile der Oro, und haben gerade gesehen, dass hier richtig geile Sachen stehen, und zwar solche Sachen hier. Schaut euch mal an, wie geil das noch glänzt. Wie frisch poliert. Hier habt ihr mal kurz das Datenblatt. Einfach mal ganz kurz immer anhalten bei den Datenblättern, dann könnt ihr euch das anschauen. Und jetzt laufen wir einfach mal hier schön gemütlich um die Autos rum. Aber ich laufe jetzt einfach bloß im Endeffekt immer an einer Seite vorbei und nicht komplett außen rum, weil das schaut ja von der Seite her immer gleich aus. Ja, links und rechts ist ja eh dasselbe. Da hätten wir einmal diese Kiste. Dann haben wir hier das Auto hier, hatten meine Oma und mein Opa mütterlicherseits. Das ist ein wunderschöner Gogo. Das Ding ist ultra leicht. Wo wir wieder zum Datenblatt kommen. Mit einem Osterhasen drin. Von Ding vorne aus könnte es der Vorreiter vom Ding gewesen sein. Alfa Romeo. Ich glaube, das hat auch mit Alfa zu tun. Dann gehen wir hier mal von hinten vorlang. Weil dann kommen wir nämlich vorne wieder vorbei. Ey. Der Auspuff ist halt das Highlight. Ich wollte gerade sagen, gebt euch mal da den Auspuff. Hier, genau hier. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass sowas früher als Limousine gezählt hat. Das war eine Limousine. Und dieses kleine schwarze Ding, was ihr da seht. Das da? Ist vermutlich ja mal, weil das ja auch als Cabrio-Gedings ist, dass man das Dach abmachen konnte. Das sind halt noch richtig geile Autos, Leute, Alter. Das ist einfach nostalgisch. Und hier steht's, Limousine. Und es war das erste Auto, das abgespritzt hat, Einspritzmotor. Dann werde ich euch jetzt mal ganz kurz das Plakat hier anzeigen. So. Hey, gib dir das mal. Bugatti, Maybach. So. Alles Dinge, die heute noch gehen. Ja, Zeppelin. Ist der Erfinder des Zeppelins. Und dieses Fahrzeug, Leute, das fährt noch einmal zugelassen bei uns in Schwabach rum. Na gut, für die, wo mit Dingen haben, dann müsstest du vielleicht was machen. Naja, das ist mir wurscht. Und das ist auch richtig heftig. Das Fahrzeug ist seit Erstzulassung im Familienbesitz. Oha. Das steht auch bei dem. Vom Zürich mal rein, hier das Alter und im Familienbesitz noch. Das Lustige ist, ne, das steht auch. Oh, wie der glänzt! Steht auch beim anderen noch dort. Schau dir das mal an, wie der glänzt. Die zwei Spiegel sind auch geil. Das gefällt mir den Autos ja besonders gut. Die hatten ja damals noch zwei Spiegel. Eine vorne am Motorhauben. Was hast du am Motorhauben und der andere Ding? Fläche nicht betreten. So. Was mich aber eher wundert, ist, wo Power Trio bleibt. Der ist ein Eipflumst. Ich wollte gerade sagen, ist ein Eipflum. So, Leute, dann geht's hier weiter. Ich muss bloß ein wenig aufpassen, weil da manchmal auch andere Leute sind. Dass wir die nicht versehentlich mit aufnehmen. Und hier, Leute, seht mal, hier, das ist noch der Tankdeckel. Und das Geile ist auch hier, dass der Blinker und das Rücklicht da so geil sind. Also das ist mehr so, meiner Meinung nach, mehr so Ami-Style. Das ist mehr so Cadillac angehaucht. 50er Jahre Cadillac. Sieht man auch am kompletten Form und alles. Und hier auch die Chromleisten und alles, das schaut richtig nice aus, Leute. Oh, gut. Und auch der versenkte Reifen da hinten. Jetzt schau dir mal vorne das an und dann zeig mir mal, welche Marke das ist. Taunus, das ist ein Ford. Richtig. Auch Badewanne genannt. Und so da habt ihr jetzt auch nochmal Familienbesitz. Und das ist sogar noch länger im Familienbesitz, schau ich mal an. Und die müssen immer PS eingeben, 60 PS nur. Und die Geschwindigkeit? Höchste Geschwindigkeit 128. Das ist lächerlich für heutige Standard. Das ist für heutige Standards, ist das ein Lachblatt. Ja, da drücken wir mal noch einen. Und jetzt kommen wir zu dem, der mir am besten gefällt, wegen der Farbe auch. Der Opel Victoria. Und vor allem, gebt euch hier mal die Felgen. Da steht sogar noch Opel drauf. Ich meine, gut, bei dem ist es jetzt auf dem Kupfer, aber. Das war noch.
Das war noch ein Auto, Alter. Das war noch ein Auto. Und das war halt vor allem noch Qualität, Leute. Das müssen wir mal geben. Vor allem die ganzen Chromleisten. Guck dir das mal hier. Das D. Dieses Fahrzeug, das, da wurde halt noch Liebe reingesteckt, Leute. Das ist ja noch mit. Das ist noch mit richtig Liebe, Leute. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Power Trio sich auch kurz zu Wort melden will im Video. Ich liebe, Alter, wir sind so schön, so alt. Begrüß doch erstmal die Community, bevor du da loslaberst. Ja, genau. Grüße gehen an die Community von EOB Let's Play. So, Leute, und dann? Victoria, Olympia. Hier das Datenblatt noch. Nicht berühren, das heißt, du musst es berühren. Das ist natürlich auch mal krass, Alter. Beachtet mal diesen Satz, diesen Ding hier, diesen Bereich hier. Selbst restauriertes Fahrzeug und wie schon gesagt, ich müsste mir geben, diese Farbe ist auch so geil bei dem Auto. Na Leute, mehr gibt's jetzt. Ne, doch, da gibt's noch mehr. Ich werde mal ganz kurz pausieren, bis gleich. So Leute, und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir einen Sprung gemacht, von da hinten sind wir hergelaufen. Ich muss bloß sehen, dass Aufnahmezeit konnte ich das mit aufnehmen. Hier habt ihr wieder das Datenblatt. Alter, er fährt fast 200 Spitze, das ist heftig, Leute. Ein Jaguar. Und wir laufen von der wieder. Bauweise hat es aber eher was von einem etwas älteren Bugatti. Irgendwie schon, ne? Meiner Meinung nach. Das ist ein Alter, den finde ich so schon geil. Auch wenn er noch da frage ich mich echt, wofür diese. Sieht man die gerade hier nicht, ne? Die Klappe da? Das sieht man da jetzt nicht ganz so gut. Da frage ich mich, wofür diese Klappe da sein sollte. Früher war doch der Tank vorne. Torpedolenkrad. Oh, schau mal das edle Innenleben an, das ist so geil. Aber den hätten sie da hinten ein bisschen mehr putzen können. Ja, und vor allen Dingen die Stoßfänger sind dann noch richtig klasse, Alter. Ja, Leute. Wie schon gesagt, schaut euch mal das Interieur an. Ja, Leute, richtig das klasse. War's dann an der Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal so einen kleinen Mini-Vlog zu sehen. Okay. Ihr wisst ja, ich nehme euch immer gleich mit, wenn ich hier irgendwas Geiles sehe. Schaut doch mal bei MC und bei Power Trio vorbei. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen. Ihr wisst ja, ich werde Abo-Guy genannt. Dann machen wir halt sofort ein Abo, einen auf Abo-Guy. Also hopp, abonniert mich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Eb und tschüss. Wieder tschüss. Ciao.